Moin, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Eurotruck Simulator 2 im Singleplay hier auf der ProMods Map. Wir stehen hier in Berlin und haben jetzt mal eben ein bisschen Tabasco aufgeladen, angekoppelt, das wir jetzt gemeinsam nach Lettland bringen wollen. Ja, das sind 1400 Kilometer. Und da starten wir jetzt mal mit los. Sozusagen eine scharfe Tour. Im Spiegel schon gesehen, dass nichts kommt. Aufbauen hier. Und ich reicht's bis zur Grünphase. Übersteht, ist natürlich der Luftdruck schnell mal weg. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, wenn da keine Luft im System ist, dann fährt der LKW nicht los, weil dann die Bremsen blockieren. Deswegen ist es auch oftmals so, dass man irgendwo LKWs stehen sieht und warum muss der jetzt den Motor die ganze Zeit laufen haben? Ja, den muss der laufen haben, um Luftdruck aufzubauen. Das ist ganz einfach so. Also nicht immer gleich losmeckern, wenn irgendwo was ist. Das könnte auch seinen Grund haben. So, und zwar für die, die es interessiert, geht die Tour nach Valka, das ist irgendwo in Lettland. Ich kann das hier sehen. Wir fahren also hier durch Polen durch. Und dann hier nach Valka in Lettland. Dann würde es hier noch weitergehen nach Estland. Also hier der nördliche Bereich ist noch um einiges mehr ausgebaut. Und das ist ja auch mal ganz gut. Das ist eine ganz schöne Strecke hier. Die wir abnageln, werden wir logischerweise auch nicht in einem Part machen, ganz klar. Das werden dann wohl schon, nehme ich an, grob geschätzt, je nachdem wie es läuft, 2 oder 3. Ich hoffe, dass wir im Zuge der ProMods Map auch irgendwann mal endlich Richtung Hamburg kommen, dass ich euch endlich mal die Hamburgstadt auch zeigen kann. Die Hamburgstadt, die Stadt von Hamburg, so rum. Aber bei Bonecrusher 6 auf dem YouTube-Kanal hat er extra mal einen Part gemacht. Wieso zeigt der Fall jetzt einmal in die und einmal in die Richtung? Oder vergucke ich mich jetzt? Denke ich,
hat ja so ein Part über Hamburg gemacht, das ist wunderbar, richtig, auch mit der Kühlbrandbrücke und so, die schon, die Schilder kommt man so weit bekannt vor, wenn man sich da auskennt. Das ist schon schön gemacht. Also da Hut ab vor den Machern der Promos Map. Das, da wünschte ich mir quasi so eine kleine Verbindung zwischen TSM und Promods Map. Wobei ich für mich selber mehr TSM-Anteile, von der mich jetzt über die Tankstelle führen. Tanken müssen wir noch nicht. Wir können noch 1700 Kilometer machen. Eine Tour kriegen wir, also ans Ziel können wir locker noch mit dem Schließen. AdBlue müsste auch noch voll sein. Ich wünsche mir mehr Teile von der TSM-Map, aber die Städte sind echt top. Da gibt es gar nichts. Ich darf hier rechts, ich darf hier links gar nicht sein, fürchte ich. So, und da sind wir auch schon knapp in Polen. Steht er hier ab? Polizei, ja, super. Grenzkontrollen gibt es keine mehr. Was macht denn der Spacke? Ist der auch rechts rüber? Gerade rechts rüber fahren wir ja rechts rüber, aber ich werde natürlich nicht da hinten erscheinen, wenn ich bekloppt. Ja, zieh! Ich bin mal gespannt, was hier der Kollege mit seinem Actros macht. Alter, geht's noch! Der zieht rüber! Der zieht allen Ernstes rüber! Alter, wo die war sonst sowas? Manche. Glück, dass man schon an der Ladung nichts passiert ist. Das wäre jetzt ärgerlich, wieder 2% Schaden an der Zugmaschine, aber. Ladung ist immer wesentlich ärgerlich. Ja, da zieht der rüber! Wir können auch nicht weiter links, da kam doch auch was. Eieiei, meine Nerven. My nerves go crazy. And that's not very awesome.
McDonald's. Ab mal durch den McDrive mal. Ich hätte gerne 4 Big Mac, 2 große Pommes mit Mayo. Möchten Sie auch was trinken? Ja, ein kleines Wasser. Wegen der Figur. Kommt immer wieder gut an. Wettkämpfe 99 haben wir auch. Nehmen Sie keine 100. Wer soll die denn alle essen? Baustelle. Auch sehr früh angekündigt. Ja, du musst hier nicht stehen, nur weil hier eine Baustelle ist. Oder eine Mautstelle oder eine was weiß ich. Zieht volle Elle. Schauen wir das auch noch? Jojo. Ich muss nur aufhalten, Kollege. Hier kein Zucker schlecken, gell? Lecker, lecker, wie vom Zuckerbäcker. Mount 40. Bevor das nicht rot ist. Ja, kaum sage ich so, der nächste Rastplatz ist dann unser.
LKW-Fahrer da, da, auf der Autostrada, da. Das reimt sich irgendwie auch nur immer. Über drei Ecken. Hier liegt ein Baum. Sturmschäden. So. Dann würde ich sagen, einmal ran. Ich weiß, dass ich müde werde. Dann tanken wir aber trotzdem noch gleich mal eben auf, oder kommen wir gerade hier hin. Also ich muss die richtige Bremserstellung finden. Teilweise bremst er dann gar nicht, dann bremst er viel zu schnell und... Wie uns der Spaß kostet. Boah, 600 Euro. 800 Euro. 931 Euro. Aber wir müssen aber einen Kaffee umsonst geben. Kaffee und eine Wurst. Gibt's heute, glaube ich, auch nicht mehr. So. Dann gucken wir nochmal eben, was unsere Stella so macht. Ob die auch vernünftig arbeitet, die Gute. Jo, Kies von Hamburg nach Frankfurt. Was mehr noch nicht? Mehl. Dann noch weiter. So, ich hau mich jetzt hier ein paar Stündchen hin, dann schmeißen wir sie auf die Autobahn. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, ab mit unserem Tabasco. Jetzt müssen wir schnell schlafen, bevor ich noch Strafe bezahle. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht und wünsche euch wie immer allzeit gute Fahrt. Euer Micha. Tschüss.